Ich check's nicht. Ich hoffe, das letzte Video hat eine ähnliche Reaktion bei euch hinaufgezwirbelt. Was ist das überhaupt für ein erster Clip in dem Video? Erstmal wollte ich euch fragen, ob bei euch alles in Ordnung ist, weil ungelogen, in meinem Postfach lag wirklich 1000 Mal ein Clip, den ich anscheinend irgendwie verstehen soll. Hast du Angst vor Wandfarbe? So ging es mir ehrlich gesagt vor 13 Jahren, als wir hier unser Haus planten. Ich gette den Call nicht. Wieso haben mir so viele Leute diesen Link geschickt? Ich verstehe es nicht. Ganz kurz zwischenzeitlich, was geht bei Kelvin? Interessiert mich tatsächlich. Viele fragen auch immer, was mit deinen Beinen? Warum zeigst du sie nicht? Ich sage es euch ehrlich, natürlich habe ich ein paar Jahre verschlafen mit den Beinen. Die kommen jetzt aber auch gut hinterher. Aber auch wenn ich jetzt krasse Beine hätte, ich finde das irgendwie, die so abzuflexen, ist nicht so mein Stil. Es ist nicht sein Stil, Leute. Wie bitte? Ich gebe wirklich gerne Shoutouts an Kelvin, dass er so mit Fitness durchzieht und Fitness-Content macht. Feier ich komplett, Digga. Die letzte Episode hat uns ja wirklich komplett aus dem Universum gescheppert. Ich sehe Dagi B, es kann nur gut werden. Das ist ein Thema, das, glaube ich, sehr viele spalten wird. Ich habe meine Plazenta gegessen. Ich habe... Wie bitte? Was ist ein Plazenta? Auch Mutterkuchen oder Fruchtkuchen. Dagi, das ist ja super, dass du wieder heute bei uns im Business bist. Was darf bei dir sein? Stück Plazenta, super, machen wir dir. Medium well, alles klar. Stück Spinat dazu, ich sag's dir gestern. Wir servieren die Nummer heute mit Fingernägeln und Hornhaut. Darf ich dir das auch dazu bringen? Super, mega geil, alles. Die Bestellung ist auf dem Handtuch vermerkt, macht euch da bitte wirklich keinen Stress. Was würdet ihr mit mir beim ersten Date machen? Irgendwas komplett anderes machen und auf ein Konzert oder sowas einbrechen. Hört sich gut an, Digga. Story, ich weiß, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber wie wär's, wenn wir einfach mal kurz eine Bank überfallen? Nummer 5? Boah, ich würd nach Mexiko fliegen. Erstes Date. Nach Mexiko. Mein Freund, ich glaube, da musst du schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich persönlich fliege mit meinen ersten Dates meistens zum Jupiter. Sehr, sehr geile erste Dates, Boys. Ich glaube, die Nummer wird auf jeden Fall komplett aufgehen bei euch. Ich wollte es euch eigentlich nicht verraten, aber ich muss es jetzt sagen, weil ihr mich als süchtigen Vapor darstellt. Also erstmal, ich könnte jederzeit aufhören, das ist ja sowieso klar. Aber ich ziehe an dem Ding nachts, nicht weil ich das Nikotin benötige, sondern ich ziehe da dran nachts, um zu gucken, ob die Funktion des Gerätes noch einwandfrei funktioniert, weil ich dann doch schon Angst habe, dass eventuell das Ding nicht funktioniert und eventuell neben mir nachts kokelt. Also da muss man mal ganz klar die Props raushauen. Digga, das war ein exzellenter Joke, Alter. Männer, die das Handy, ein Apple-Handy in der Größe Max haben, finde ich irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie Red Flag, Upturner. Ich weiß nicht, ich finde die Größe Max ist einfach irgendwie so ein Frauenhandy. Versteht ihr, was ich meine? Nee. Yo, Dog, was geht? Wie ist das Date gelaufen? Ey, super, wir haben uns mega verstanden. Es lief alles wirklich einwandfrei bis zu dem Moment, an dem ich mein Handy rausgeholt habe. Alles klar, Digga! Fast jede Droge der Welt genommen. Was war dein krassester Trip vor der Kamera? Vor der Kamera? Boah, ich würde sagen, so Ayahuasca im Dschungel von Kolumbien zu trinken, das war schon krass. Aber ich muss sagen, es sind auch noch einige Drogen offen, ne? Also es war jetzt noch nicht alles dabei. Ketamin, Heroin, Crystal Meth, da ist schon noch... Also es gibt schon viele Drogen, ne? Ja. Ja. Chillige Stimmung, Digga! Bei Tomatolix ist es ungefähr so, als hätte er erst einen Joint geraucht. Für die geht gerade wahrscheinlich die Welt und die denkt sich so, Crystal Meth, Heroin, Krokodil. Tomatolix, tu mir bitte allen Gefallen. Wir lieben dich alle so, wie du bist und du bist ein geiler Typ, aber bitte nimm niemals Crystal Meth, nimm niemals Heroin und nimm bitte erst recht kein Krokodil. Komm vorbei, fühl dich frei, denn hier ist dein Moment in Muschis Wohnzimmer. Ich kann euch gar nicht callen, wie oft ich schon nach einer neuen Krawatte gesucht habe und einfach mal in Muschis Wohnzimmer gelandet bin. Ich hab mal wieder Bock auf Muschis Wohnzimmer. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn ich das Ganze recht überlege. Möglichkeit 1 ist, ihr versackt wieder mal an so einem Mittwochabend in Muschis Wohnzimmer. Oder die Möglichkeit 2 ist, ihr geht jetzt auf olakala.de und bestellt euch verdammt nochmal einen von unseren aggressiv neuen Windbreakern. Geschützt gegen Wind und Wetter und dabei gleichzeitig verdammt geil aussehen, dann schlagt jetzt zu oder schmort im Regen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ihr müsst zugeben, der war gefickt, eingeschädigt. Ich bin's, Tammy, und es ist normal, dass ich Diamantohrringe im Wert von 1500 Euro auf Dates geschenkt bekomme. Ich date nämlich in wohlhabenden Kreisen
Und wenn du hübsch und weiblich bist, ist es das Einfachste, wie ich Princess-Treatment zu bekommen. Naja, Tommy, dann warst du wohl noch nicht mit den Kollegen aus der Dating-Show unterwegs. Ich will nach Mexiko fliegen. Ich denke, du bist dann noch in den Amateurkreisen unterwegs, aber Tommy, mach dir keinen Stress. Bald geht's vielleicht auch mal für dich zum Jupiter. Ey, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin niemand, der sowas judged. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die das genauso machen wie sie und so tun, als wäre es ihnen völlig egal und sonst hätten die da gar keinen Bock drauf. Und die ist wahrscheinlich eine der ganz wenigen, die halt sagen, was Sache ist. Ja, Digga, es gibt das halt auf dieser Welt. Es gibt irgendwelche reichen Säcke, die wahrscheinlich alt sind und Bock haben auf eine Junge und dann machen die halt sowas. Meine Güte, wenn alle damit am Ende glücklich sind, dann ist es halt so, Digga. Ist mir doch scheißegal. Kommen wir nun wieder zu den Sachen, die ihr eingesendet habe. Das neue iPhone, ich hab's gerade in der Hand und das neue iPhone ist so ein geiles Produkt. Wenn ich diesen Clip so im Nachhinein sehe, ist es wirklich krass, wie viel Energie für diesen Satz aufgewendet wird. Es ist wirklich krass, man muss es mal zu Hause selber testen. Ich hab gerade das neue iPhone in der Hand und ich kann euch sagen, das neue iPhone ist so ein geiles. Ich hätte gerade fast meine Parfümsammlung hier kurzerhand in den Ruin getrieben. Da sind Düfte dabei, die sind nicht günstig. Da würde sogar Tammy, denke ich mal, einnehmen. So 1,5 circa um den Dreh. Das ist wirklich eine üble Geschichte. Sascha, ist die Episode offizielle, Bro? Ich meine nicht in diesem Sinne, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen und in diesem Sinne, liebe Leute. Was suchst du in deiner Frau? Boah, sie soll schon so bad sein. Was meinst du mit bad, genau? Boah, so baddie, so, weißt du, so, diese Vibes.